Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Vampyr mit mir an die Theke. Wir hatten gerade ein kleines Problem mit der Aufnahme. Und zwar habe ich gerade schon das Spiel angefangen, aber erst nur ein paar Sekunden, dann ist mir aufgefallen, dass ich kein Audio aufnehme. Ja. Deswegen habe ich das jetzt einfach nochmal neu gestartet und wir sind nur ein bisschen gegangen. Also wir haben jetzt diese Erschöpfungsdinger da, haben wir jetzt hergestellt. Ah, ich werde jetzt einfach nochmal da hingehen und euch zeigen, was ich meine. Wir hatten auf jeden Fall das letzte Mal, sind wir hier vorne stehen geblieben an dem Werktisch, um Erschöpfungsmedikament herzustellen. Und da hat mir eine Reagenzie gefehlt, und zwar diese Natrium-Hast-nicht-gesehen-Lösung. Und die bekommt man, indem man die Skulls tötet. Ja, das habe ich dann wieder rausgefunden, bin nochmal in die Leichenhalle rein, habe ein paar Skulls umgenietet. Damit ich euch das zeigen kann, natürlich habe ich es euch jetzt nicht gezeigt, weil. Ja, Audio halt nicht aufgenommen wurde. Schade, aber kann man auch nichts machen. So, da bin ich hier lang gegangen und mehr habe ich auch nicht aufgenommen. Dann habe ich hier den Zettel gefunden und den werde ich euch jetzt nochmal vorlesen, wenn ich ihn finde. Tasche. Das Zeug überhaupt war. Briefe. Praktiken. Ja, und Sonne. Ja. Gut, dass er da findet. Tagebuch, Wache, Nachricht, Balkon. Ah, da ist er. So, dann nochmal. T. Elwoods Patientenkarte. Patient Thomas Elwood, männlich, Alter 28. Behandelt von Dr. Tippetts. Zustand genesend. Datum der Einlieferung 16. September. Datum der Entlassung noch offen. Anmerkung. Das Gesicht des Patienten ist durch einen Bombentreffer im Krieg stark verbrannt und entstellt. Selbst unter dem Einfluss stärkster Beruhigungsmittel verursachen ihm die Wunden laut eigener Angaben regelmäßig starke Schmerzen. Es sei, als ob die Flammen noch immer unter seiner Haut brennen, sagt er. Untersuchungen des Narbengewebes geben keinerlei Aufschluss auf Entzündungen, Infektionen oder Schwellungen. Die Narben sind in Ordnung. Könnte es ein Fall fortdauernder Nervenschädigung sein? Der Patient gibt sich unentwegt selbst die Schuld an seiner Entstellung. Leidet er vielleicht am Überlebensschuldsyndrom? Ein Lebensschuld? An Phantomschmerz. Ja, Phantomschmerz kenne ich. Der sich als Bestrafung dafür manifestiert, dass er nicht gemeinsam mit seinen Kameraden den Tod. Ja, da haben wir dann auf jeden Fall neue Infos. Als Stoff. Egal, auf jeden Fall haben wir dann, ist da eben aufgeploppt, dass wir einen neuen Hinweis haben und damit können wir auch konfrontieren. Aber zuerst möchte ich, weil das haben wir nämlich das letzte Mal gefunden, die beiden Liebenden miteinander konfrontieren. Sollten wir das denn jetzt aktivieren? Ich will gar kein Auto. Weiß hier noch, was sein sollte. Hat mit dem gar nicht gesprochen. Aber zuerst. Ah, wenn wir zuerst den damit. Ah, wir konfrontieren erstmal den. Good evening, Mr. Elwood. Evening, Dr. Reed. Ja, Pest. Ein. Why do you feel responsible for the injury, Thomas? What really happened? I wasn't disfigured by any German shells. It happened during my leave. It was an accident. Why lie about it? Come on. It's one thing to come back disfigured by the Germans, and it's another to get injured in an accident that could have happened to anybody. Verstecken schmeckt es nicht. You know you can't hide forever. One day you'll have to face your loved ones. Until that day you have no chance of real recovery. My friends all died in the trenches. It's shameful enough to be alive with these stupid scars. I don't want my children to see me like this. Tell me what really happened then. I went with a whore in Rouen. Dead drunk I was.
The hotel was a shithole. There was a fire that night. Did you start the fire? Were you trying to avoid going back to the front? That's not uncommon, you know. No. It's just that I was asleep when the flames reached the room. The girl was long gone. Bitch never woke me up. Left me to burn. Die haben ja alle ziemlich... You told me before you don't want your children to see you like this. Do you have any other family? My sister Agatha has raised my nippers since their mother died. Don't want them to look at me like this. How could children despise their father injured in the war? What do you think? They saw me. Once. My poor angels left the room crying. They keep on having nightmares every week, my sister told me. Your sister's not a child. I'm sure she has nothing but respect for a wounded soldier, and you are her brother. You don't know my sister, Agatha. She may be young, but she's all discipline and morality. If she ever found out what really happened... She doesn't have to know. She's a sly one, my sister. One day she'll find out the truth and knock seven bells out of me. Nah. I'm better off here. Weiß ich nicht, ob da auch Bock. Oh. Das heißt, wir haben auf jeden Fall den ersten, den wir Geld machen können. Personenkreis hat er noch. Thelma Hawcraft. Das heißt, wir sollten beide am selben Tag. Beziehungsweise Nacht kümmern. Das auf jeden Fall. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt. Goodbye for now. Wäre, aber das würde ich mir so denken. So dann konfrontieren. The pain. It's there again. Ich weiß jetzt nicht, das unbedingt. Ah, der ist auf jeden Fall in diesem verschlossenen. So, dann konfrontieren wir mal die mit ihrem Spaß, wa? Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. Da war's. Keine persönlichen Fragen stellen. Noch das Bild gefunden. Goodbye, Nurse Hawkins. Das mal an. Bild. Fotografie. Genau. Foto eines verliebt lächelnden Pärchens auf der... Super. Dachte ich, könnte mich... Dann halt nicht. Reden wir halt... Läschchen. Vielleicht können wir mit dem da reden. Oder läuft gerade weg. Hier noch kein Feierabend. Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying to save lives. I have some good news, Milton. What? The epidemic's over? I retrieved your wallet. With all the money and a certain picture. Well, yeah. Pippa Hawkins is my girl. So what? Is it the difference of skin color that bothers you? Not at all, Milton. Good. Please, take this money anyway. To remind you to keep your mouth shut. Not everybody is as broad-minded as you, Dr. Reed. Alles klar. Bei beiden neu dabei sehen. Der Pippa sind ein A. Wer hätte das gedacht? What's going on between you and Nurse Hawkins? Pippa's tired. Tired of all this shit. Tired of all those corpses piling up. She's as depressed as I am. Verzweiflung zueinander gefunden, beide dafür gefunden werden. Ah, nee. During the war, I witnessed a few couples just like you come together in difficult circumstances. It can be very damaging. Maybe you're right. But we support each other. And that's all that matters. Beide dafür gefunden werden. You do realize you could both get fired.
Hospital staff are not meant to have intimate relationships with one another. Come on, Dr. Reed. Do you know how many rules are broken in this hospital every day just to keep it running? There's nothing wrong with what we're doing. Ja. Der hat auf jeden Fall noch ein... Goodbye, Milt. Werden wir die Pepper nochmal. Bevor wir die Quest abgeben. I have wasted ja, das ist sie. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. Persönlich Fragen sein. Pepper, I know you're very close to Milton Hooks. Yes. Milton Hooks is my man. If you want to report me for that, just feel free, Doctor. I have no intention of reporting you, Nurse Hawkins. But are you aware of the risks? The rules say I won't be allowed to work as a nurse anymore. But here at the Pembroke, we break rules all the time. Is he worth the risk? Hey, I'm no perfect woman, and Milton is not the finest bloke. But we do our best to get by. That's all any of us can hope for nowadays. Goodbye, Nurse Hawkins. Werden wir mal die Quest weiterführen. 21. Oh. Finally, you've returned, Doctor. Did you find anything of value? Yes, Nurse. You've worked your first miracle, Doctor. Now, this patient here needs immediate treatment. Duty calls? When the storm has passed, I'll show you how to mix the remedy yourself with the same basic ingredients. Many thanks, Doctor. When you've finished, you ought to report to Dr. Swansea in his office. He's been looking for you. Seemed pressing. Ah, dann kommt auch endlich. Krankheiten verringern die Blutqualität eines Bürgers. Verwende die richtigen Medikamente, um ihn zu heilen. Sprich mit dem Patienten, immer hinter Doris, um einen Gesundheitszustand zu kommen. Ah, das war ja der Typ. Good evening, Mr. Goswick. How are you? I'm okay. Drücke E, um den Gesundheitszustand des Bürgers zu kontrollieren. Die Heilung eines Bürgers verbessert seine Blutqualität um EP. Außerdem verbessert sich der Gesundheitszustand des Bürgers. Do you need any help? I'm afraid I may, sir. I don't mean to be a burden. You are not a burden, sir. Healing you is my responsibility. And you have my gratitude for that. Tell me about yourself, Mr. Goswick. I don't want to talk, Doctor. Ah. Noch nicht reden. Gerade Medikamente gegeben. How painful is your throat, Mr. Goswick? So painful, I'd rather not talk at all, Doctor. Oh Mann. Warte, ich könnte noch ein bisschen was über den erfahren, aber... I have to go now, sir. But don't hesitate to contact me if you need any help. Don't waste your time. Auch noch so nette Geheimnisse. You always knew the words to calm the children, Ellen. Verlockung des Blutes. Bedenken Sie, dass das von Bürgern eine große Menge EP wert. Suchen Sie Bürger in der Bandstufe oder niedriger und wähle sie mit Bedacht aus. Ja, das weiß ich. Ich bin ja schon am Vorbereiten. Der eine ist ja schon komplett aufgedeckt, sag ich. Da gibt's auch. Flasche billiger Gin, ein kleines. I cannot enter. Aber ich dachte. Ach nee, das ist von den anderen Doktoren. Der Swansea hat ja woanders. Ah, steht sogar dran. Please, Jonathan, come in. Fascinating, is it not? In the last decade, so many mysteries have been brought to light with our microscopes. The human body, biology's penultimate frontier.
The more we explore its boundaries, the less we're able to trace a clear line between life and death. You, my friend, have a foot in both countries. The view must be vertiginous. It's at least as vertiginous as chatting about vampires with you, I would say. This must be all so new to you. This area of town, the hospital, a brand new life. How stimulating it must be. I wish I could share your enthusiasm, Dr. Swansea, but my condition defies scientific categorization. Undead? Unalive? Immortality defies logic. I cannot express my thrill at this serendipitous turn of events. The world's most eminent specialist in blood transfusions, a vampire. One might say a gift from heaven. But... oh. Ein Geschenk. Paradoxon. It may seem strange, but your words have brought me some comfort here. Forgive me. I've been an admirer of your work for a long time, and now you are so much more than a brilliant physician. And please, call me Edgar. Auch nein. There is no need to apologize, Edgar. You offered me sanctuary when I had none. Very well. I have a task for you, Jonathan. Something that will require all your newfound skills. Please, go on. The Pembroke only survives through the generosity of our benefactors. Unfortunately, our main donor has found herself in a bit of a bind. Now, if you could help her out... A spokesman or politician is what you need. That's not my calling. And until I come to understand what has happened to me, I require discretion. Discretion is in order, Jonathan. Lady Ashbury has recently received rather indelicate correspondence that, if revealed, would jeopardize her position. And you would like me to eradicate this threat? By the stole, of course not. I would just like you to pay her a visit. Her ladyship is certainly near the tents outside, tending the sick. You can't miss her. Look for someone impossibly delicate. Except, I'll see what kind of trouble Lady Ashbury is in. What did it? Do you need something, Jonathan? I have just a few questions. Then ask away. I'm at your service, Doctor. Oh. You mentioned something about a secret society. A brotherhood, if I recall. Could you elaborate? Certainly. I've been a member of the Brotherhood of St. Paul's Stole for several years. We are pledged to monitor and report vampire activity in England as impartial scientific observers. Yet you don't fear me. And still, you know the monster that lurks beneath the civilized surface. The Brotherhood has studied your kind for centuries. We believe you are as supernatural as a lion is to a gazelle. That explains your nightly wanderings about the docks and the questions you ask. I feel it wasn't mere coincidence that led us to that part of town. There was something as yet unseen that set those chain of events in motion. Since you seem quite the expert on vampires, what could you tell me about my condition and how it came about? As men of science, our first step is always to start with what we know. Forget the myths, the hackneyed scrawlings, and the penny dreadfuls. They do not scratch the surface of the truth you now find yourself in. Must I take a life to live? You are a vampire. You feed, and blood is the sole sustenance that can sustain your immortal frame. And only a living creature contains the nourishment you require. The sun. The morning following my transformation. Its rays burn me.
There was pain, smoke, and my skin blackened. You will find there is very little that can kill a vampire, my friend. You have been offered relative immortality. The sun will most certainly hurt you, leaving you weakened and damaged, but it will not destroy you. Gott sei Dank. Since I'm the one working for you, what should I know about Pembroke Hospital? Well, for many years, we have been the only medical facility in this part of town that people can rely on. We support the community here, as well as provide healthcare. What do you expect of me? What we need is hope. You were a soldier. This is a war. This white coat's still a uniform. We fight to help the poor, the sick of the East End, the forgotten. Ja, ich werde euch auch helfen. Eine ganz bestimmte Art und Weise. Where do we stand today? Oh, to be honest, we cope on a day-to-day basis. The first wave of the Spanish flu last summer took us by surprise. We lack many of the basic necessities needed. Dann nur noch, will ich nur noch etwas über William Bishop wissen. The man we pursued and slew in the canning factory, William Bishop, I believe, was he a vampire? He was a Skull, technically speaking. The debate rages as to their classification. Some think them a subspecies of vampire, others something else. Does she? Just for clarity, what differences are there between myself and a Skull? A Skull is easier to eliminate, Jonathan, even if they remain formidable foes for the unprepared. Vampires, now, vampires exist beyond the mortal realm. Skulls kann man einfach so. Ja, okay, mach ich auch die ganze Zeit, ne? How do skulls come into existence? The name means slave. The etymology may indicate that they are a lesser species of vampire. From what I know, vampires tend to despise them. Ja, einfach eine niedrigere Art von Vampir. We'll see each other again soon, Edgar. Kirschen. Werden wir mal zu dieser Mist. Ich hab schon wieder den Namen vergessen, ne? Lass mal gucken. Und da liegt noch. Warnender. Pembroke Hospital, 25. Oktober. Sehr geehrter Dr. Swansea, hier informiere ich Sie über meinen starken Zweifel bezüglich Dr. Toria Strickland. Dem Fall von Harvey Fiddick. M. Fiddick wurde nach einem schweren Arbeitsunfall eingeliefert. Wenn man ihn nicht angemessen behandelt, läuft er Gefahr, seinen Arm zu verlieren. Dr. Strickland behauptet, ein medizinischer Eingriff würde den Arm des Mannes komplett heilen. Ich fürchte, dass Komplikationen in dem Arm, ihn den Arm kosten könnten. Unser junger Kollege ist ein kühner, experimentierfreudiger Arzt, der in ein paar Jahren zu einem hervorragenden Experten reifen könnte. Doch noch fehlt ihm Expertise, diese bekannte Behandlung durchzuführen. Muss ich Sie an seine früheren Verfehlungen erinnern? Da Dr. Strickland nicht auf mich hört, empfehle ich ihm, sein gefährliches Experiment zu unterbinden. Achtungsvoll, Dr. Waverly Aykroyd. Das ist der Typ, der uns auch hasst, ne? Weil wir so modernes Zeug benutzen. Auf jeden Fall wieder mit dem Strickland Quad. Mal langsam. Nein. Brief von Rakesh Shadana. Pembroke Hospital, 4. August. Sehr geehrter Herr Dr. Swansea. Sehr gerne kümmere ich mich um den provisorische Leichenhalle, sobald sie eröffnet ist. Wie ich Ihnen bereits mitgeteilt habe, war ich während des Krieges Arzt und werde mein Land mit Freuden erneut dienen. Was denn? Den haben wir aber noch nicht kennengelernt. Natürlich ist es nicht dasselbe, ob man die Toten oder die Lebenden freut, aber auch um Verstorbenen muss sich gekümmert werden. Seien Sie versichert, dass ich mein Bestes geben werde, um diese neue Aufgabe bestmöglich zu verrichten. Bezüglich meiner Qualifikation tut es mir leid, dass ich Ihnen mehr als mein Ehrenwort geben kann. Ich schwöre Ihnen, dass mein Regiment, ich während des Arzt ernannt hat, und ich viele Leben gerettet habe. Wenn mein Wort nicht genügt, können Sie die Militärverwaltung kontaktieren, um meine Erfahrungen und Fertigkeiten zu überprüfen. Ich würde Ihnen bestätigen,
dass mich der Krieg gelehrt hat, was ein Arzt wirklich wissen muss, auch wenn ich Medizin studiert habe. Hochachtungsvoll, Rakesh Shadana, ehemaliger Arzt. Mein Arzt. Haben wir noch gar nicht kennengelernt. Noch was. Seltenes Spezies. Seltene Spezies von Vampire. Als gelehrter und inniger Kenner der alten Schriften kann ich die Wichtigkeit von alten Legenden und Volkssagen nicht, wenn es darum geht, Hinweise auf verborgenes und verlorenes Wissen zu finden. Ein verbreiteter Fehler ist, bestätigten Fakten zu berücksichtigen und alles, was dem widerspricht, zu verwerfen. Zum Beispiel sollten wir nicht ausschließen, unentdeckte Vampirarten zu finden und überdenken, was wir als die Wahrheit über die verschiedenen Arten der Unsterblichen erachten. Basierend auf unseren langsam und über die Zeit zusammengetragenen Wissen. Wie viele Jahrhunderte lang haben wir geglaubt, dass Vampir nur ein regionaler Name für das sei, was wir Ekon nennen. Es bis vier Entdecker der Bruderschaft in Sibirien Beweise dafür fanden, dass Vulkots eine wolfsähnliche Art von Vampir sind. Der Wolf, aber Vulkots sind scheinbar wolfsähnlich. Alles klar. Betrachten wir diese als Entsprechung des mythologischen Werwolfs, wissen wir, dass dies der Fall ist. Was ist mit dem Rest? Was ist mit dem Rakshasa aus meinem Heimatland? Was ist mit dem chinesischen Jiangshi oder dem Peuchen? Weil es verschiedene Arten gibt. Und vergessen wir unser schönes Großbritannien nicht. Was ist mit den Geschichten über die fledermausartige Frau, die manchmal dankt James Church in Laos dichtet? Aha. Welche, die sich ernsthaft in Fledermäuse verwandeln können, oder hat da nur einer eine Fledermaus? Was ist mit der Kreatur, die manchen obskuren Zeugenaussagen als Desaster beschrieben wurde und die 1666 versucht, London zu vernichten, indem sie überall die Pest verbreitete? Okay. Was ist mit dem Nimrod, der mythischen Figur des rastlosen Vampirjägers, der manchmal von früheren britischen Ekon als legendärer Weidmann beschrieben wurde, der sich nur vom Blut seiner Opfer ernährte und unbemerkt unter Sterblichen und Unsterblichen wandeln konnte? Meine Brüder, wenn wir auch nur für ein paar Augenblicke vergessen könnten, was wir vermeintlich schon wissen, würden wir uns niemals sicher sein, was wir noch finden werden. Aus die Enthüllte der Nacht... aus Die Enthüllung der Nacht von Asher Paltry, Primas von St. Paulus. Hallo? So. Okay. Aufpassen, hier liegt überall irgendwo. Vielleicht auch ein Schreibtisch. Wenn das heißt, check, dass ich dem hier alles wegnehme, ist auch schon geil. Da waren wir gerade, da haben wir schon was weggenommen. Da vorne liegt noch. Weil einiges mehr Arten von. Er ist noch Kosten. Da waren wir noch nicht. Hier kommt man auch nicht hin. Echt oft. Nach unten. Quatschen erstmal mit. Einen Typen da über seine fehlerhaften Experimente. Alles klar, das hier ist einfach nur Show. Etwas größer aussieht, als es eigentlich ist. Oh, wir müssen auch das. Das Strickland müsste ja bei seinem Patienten. Sammelt ja meistens. Hier ist Dr. Strickland. Good evening, Dr. Strickland. And good evening to you, Dr. Reed. Can I be of any help? Yeah. Have you heard any talk of blackmail going on in the hospital? If you're running some official inquiry, you had better question the patients. They know more than the staff, especially old Miss Jones. Tell me, Thoreau, what's the real cause of your dislike for Dr. Aykroyd? He refuses to admit that your blood transfusion technique is the only way to save Mr. Fiddick. I'm convinced we must use it. What Dr. Aykroyd really said is that you lack the skill to perform this operation efficiently. Is there anything you have to say about this? It's a false conceit.
Dr. Aykroyd secretly envies your reputation. His jealousy blinds him. I'm not the real target here. Glaube ich allerdings auch. Okay. Erstmal auf. Goodbye, Dr. Strickland. So, wir haben jetzt eine ganze Menge wieder über die ganzen Leute in dem Krankenhaus erfahren. Haben sogar den da hinten Schmerzen etwas erleichtert, dass sein Blut bleibt. Wir sehen immer noch mega krank aus, haben rote Augen. Und das heißt auch schon wieder, die 30 Minuten. Und ich bedanke mich hier recht herzlich fürs Zuschauen und hoffe, ihr schaltet auch wieder das nächste Mal ein, wenn es heißt Let's Play Vampire mit mir.